Laut der Karte liegen die Zwergenhöhlen in dieser Richtung. Erwartest du etwa, dass ich in irgendeine feuchte Höhle steige? Wofür? Fürs Abenteuer? Ha! Soja will uns überlisten. Dort unten muss ein Schatz liegen. Und das uralte Geheimnis des Zwergenbiers. Sie weiß, wie sie ihn kriegt. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Trine 2 Director's Cut, dem geheimen Level, die Zwergenhöhlen. Diese Karte haben wir zusammengesetzt aus Fundstücken, aus den Kisten in den verschiedenen Leveln. Und mal sehen, ach ja. Höchstens drei Personen hieß es. Das wiegt schon einer von uns. Pontius nämlich. Diese Szene kennen wir doch. Von Trailern. Ja, ja, klar, Pontius. Hast schwere Knochen, genau wie Obelix. Herrlich. Okay, Leute. Das geheime Level. Bin schwer gespannt, was uns hier erwartet. Wie gesagt, ich kenne es selber noch überhaupt nicht. Es wird keine Truhen mehr geben, denn die waren ja vor allen Dingen auch dazu da, um dieses geheime Level erst freizuschalten. Aber Krüge gibt es noch, Gegner gibt es. Und hoffentlich ein wunderschön gemachtes Level, so wie wir es mittlerweile gewöhnt sind. Die übrigen Artefakte in Zwergenruinen. Die Zwerge befassten sich mit allerlei Seltsamkeiten. Sie veredelten auch Gold und Platin und bauten Edelsteine ab. Und ihr Bier ist legendär. Okay. Ah, ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn hier rauf? Ja, an der Seite ist Schluss. Die fahren automatisch rauf und runter, aber es beschleunigt sich durch unser Gewicht, habe ich den Eindruck. Alle hopp. So. Jetzt an der Kiste auf die andere Seite. Und, oh Gott, das war doof. Aber Moment, wollte gerade sagen, das ist doch aus Holz. Können wir uns hier nicht einfach raufschwingen? Jawohl, wir können. Den Schalter betätige ich gleich. Ist das hier zerstörbar? Nein. Ich will hier oben noch die... Hopp! Die ganzen Krüge einsammeln. Wenn die so einfach da vor uns auf dem Boden liegen, zumindest in der Luft schweben. Da muss man die noch mitnehmen. So, und den einen da oben, den nehmen wir auch noch mit. Das Ding bleibt sogar stehen. Ach ja. Schaffen wir das mit dem... Nein. Okay. Aber jetzt machen wir es uns einfacher. Mit dem Enterhaken von Soja. Alle hopp! Aber der Hintergrund hier gefällt mir schon mal richtig gut. Und man kann ja erwarten, wie das Level schon heißt, Zwergenhöhlen, dass es gleich irgendwo in eine... oh Wunder, in eine Höhle reingeht. Ah ja. Diese fette Stahlkette. Das ist schon mal alles sehr atmosphärisch gemacht. So wie wir es auch... Oh nein! Gewohnt sind. Okay, ich gebe zu, ich habe jetzt ausnahmsweise gedacht, dass diese Tür aufbleibt. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir sind ja immer noch in dem Rätselspiel. Aber ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr beeilen als gerade, alle hopp, dann sollte das kein Problem sein. Ja, ja. Ich rieche etwas Vertrautes. Käsefüße? Schweiß? Was meinst du, Pontius? Gut riecht's hier bestimmt nicht. Oh! Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Na komm, die verdammte Sau. Nicht auf mir hochgehen. Hat schon gereicht, dass du Pontius umgebracht hast. Drecksvieh. Aber stimmt, dass ich eben nicht auf Essen gekommen bin. Das hätte man natürlich drauf kommen können. Bei dem kleinen Fressack. Großer Gott, und schon wieder explosive Fässer. Und die kommen immer hinterher. Okay. Wagen wir unser Glück. Können wir das eigentlich mit dem... Zumindest explodieren sie ja erst, wenn sie unten sind von der Zeit. Insofern ist es für uns ja relativ ungefährlich bis dato. Okay. Oha! Koboldangriff! Macht euch bereit! Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Okay, ganz cool, ganz cool. Ja, ja, komm du mal rüber hier.
Na los. Oh Leute, jetzt stellt euch nicht so an, sondern kommt rauf. Sonst müssen wir... Das war noch nicht mal Absicht, aber es war gut. Das Fass da schön im Flug erwischt und direkt zum Explodieren gebracht. Das hatte was. Okay, da wird doch gerade genau noch einer abgesetzt. Und hör auf, mit deinen verdammten Speeren nach mir zu schmeißen. Mistkerl. So, genau. Ich wollte gerade sagen, der dicke Mörserschütze, den haben wir ja jetzt schön isoliert. Komm her. Nein, du erwischt mich nicht, Freundchen. Ab mit dir in die Lava. Jawohl. Sehr gut. Okay, das da oben ist ja aus Holz. Also hier rüberkommen sollte kein Problem sein. Aber wir müssen auf diese Feuerbälle aufpassen. Dass wir da nicht... Komm! Jawohl. Ah, okay, so schwer war es nicht. Ganz schön feurig, das Level. Und es wirkt ja immer noch so, als wären wir nicht so wirklich... Verdammt. Als wären wir nicht so wirklich unter der Erde. Man sieht ja hinten immer noch die Außenwelt. Oh Gott, jetzt werde ich aber... Was ist mit mir los? Aber sehr unkonzentriert. Ach, weil sich die Dinger... Das Ding bewegt sich langsam. Okay, nichtsdestotrotz war das jetzt eine schwache Leistung. Allee, hopp. Oh! Galant erwischt. Nein, komm zurück! Da oben ist Holz! Ja, wie gut ist der denn? Das macht das Ganze natürlich sehr einfach. Ja, dann hätte man sich's gar nicht so schwer machen müssen. Wobei auch das eigentlich... Ich habe mich nur unheimlich doof angestellt gerade. Einfach von Plattform zu Plattform springen und dadurch das Teil weiter antreiben. Aha, und so wie es für mich aussieht, werden wir es jetzt auch brauchen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie wir sonst diesen Abgrund überqueren sollen. Ist das nicht zerstörbar da? Nein, scheint nicht so. Vielleicht da oben irgendwas, was klemmt? Na, dann müssen wir wohl mit dieser Bohrmaschine... Okay, das Holz ist da, falls das Ding schon ein bisschen weiter gerollt ist. Und wir hinterherkommen müssen. Aber wir brauchen diese Bohrmaschine. Ist aber ja irgendwie auch logisch. So, und mit unserem Gewicht treiben wir das Ding an. Netter Mechanismus. Gut geworden. Es gibt wirklich viele kreative Ideen in diesem Spiel. Oh, das war zu früh gesprungen. Nein, 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 nicht. Verdammt. Komm, andere Richtung. Komm schon. Jawohl. Praktisch, dass wir hier nochmal Holz haben. Okay, vielleicht sollten wir noch mit einer Kiste nachhelfen oder so. Jawohl. Jetzt nimmt das Ding wieder Fahrt auf. Ich springe zu früh. Weil sonst bremsen wir das gute Stück ja auch immer wieder. Komm schon, weiter. Wieso? Ich stand doch noch gut drauf. Nicht zu spät. Okay, ich mach das jetzt mit Kisten. Das ist mir zu doof. Nein! Ah, hör auf! Okay, ganz so einfach, wie ich ursprünglich gedacht habe, ist es dann doch nicht. Oder ich stelle mich einfach nur mal wieder doof an. Wieso kann ich die nicht zerstören? Okay, dann machen wir halt eine neue. Na komm schon, roll an. Oh, Jemini, ist das langsam. Jawohl, jetzt nimmt sie Fahrt auf. Oha, und direkt ganz schön viel. So, und jetzt später springen. Damit wir das gute Stück nicht abbremsen. Immer erst genau, wenn die Plattform ganz oben ist. Na komm schon. Komm schon, Gas. Nein, 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 nicht wieder zu früh. Das war eigentlich schon wieder zu früh. Ja, 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 sie will schon wieder rückwärts. Nein! Und rückwärts... Ach, da geht es den Berg hoch. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum die dann auch so schnell rückwärts rollt. Ja, und jetzt... Okay, okay. Langsam fange ich an, es zu verstehen.
Auch wenn ich immer denke, ich habe es bereits verstanden. Nein, habe ich nicht. Also, hier geht es ein wenig den Berg rauf und deswegen... Moment mal, können wir das Ding eigentlich... Oh. Mit Amadeus auch direkt steuern. Ja, wir können. Okay, nicht sonderlich schnell, zugegebenermaßen. Aber nicht wirklich. Es geht zwar, aber es bewegt sich kaum vorwärts. Nun komm schon. Komm, komm. Ich mach schon mal eine neue Kiste. Und ab jetzt. Komm schon, komm schon. Können wir dem Ding noch ein bisschen helfen? Aber man merkt es jetzt auch, ne? Das Ding ist ein bisschen schief gestellt. Hier geht's den Berg rauf. Deswegen ist die eben auch immer so schnell runtergerast. Nein, nein. Stopp. Vielleicht braucht man da Schwung? Sagt nix. Sagt nix. So, jetzt aber. Komm schon, jetzt haben wir doch richtig Saft. Jawohl. Gib Gummimaschinchen. Komm, 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 komm. Der dicke Pontius steht da vorne. Das muss reichen an Gewicht. Go for it. Ja. Ja. Na endlich. Es war noch gar nicht so schwierig. Ah, Hilfe. Oh nein, hoffentlich rollt das Ding jetzt nicht zurück. Komm schon. Puh. Oh je, Mine. Das war anstrengender als gedacht am Anfang. Ich dachte erst, das ist das simpel, aber von wegen. Ich meine, sicherlich war das jetzt auch nicht besonders elegant gelöst, aber naja. Ach Moment, wie kommen wir denn jetzt da rauf? Weil das ist kein Holz. Okay, arbeiten wir wieder mit unserem guten Slow-Mo-Feld. Nicht runterfallen, bitte. Es reicht langsam mit den Lava-Begegnungen. Komm! Ja! Gott sei Dank. Wir hatten nämlich Amadeus nicht, um uns Kisten zu zaubern. So, verdammtes Bohrmaschinen-Dingsbums-Gerät. Schluss jetzt. Aber schöne neue Mechanismen. Also Dinge, die wir im gesamten Spiel vorher so nicht gesehen haben, finde ich cool. Okay. Wir hätten mehr Essen, wenn wir keine Rosa heute. Ja, ja, aber wir sind nichts zum Essen, Leute. Ach ja gut, wenigstens die eine noch. Oh je, Mine. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Sterbt. Und ich will nicht an dieser Bombe verrecken. Kommt schon. Jawohl. Jagt die eigenen Leute hoch, nicht mich. Boah, jetzt kommen sie von überall. Dieses Level ist wohl nochmal richtig gespickt mit Kobolden. Du, oh. Nein, nein. Boah, das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Ich wollte hochspringen, aber durch diese verdammte Bombe bin ich abgerutscht. Du verdammter Schütze da oben. Komm her. Schluss jetzt. So. Nee, der lebt immer noch. Das sind zähe Bürschchen, diese Kanoniermeister, Bazooka-Schützen, nennt's wie ihr wollt. Okay, aber wir kommen hier ja im Leben nicht rüber. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier zur Lösung entweder, dass man diese Zahnräder blockieren muss. Das versuche ich jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Nein, nein, nicht hier lang. Komm schon. Hier reicht das? Ja, tut es. Oh, okay, die halten davon aber nicht an. Okay, dann ist das schon mal leider nicht des Rätsels Lösung. Ja, dann würde ich sagen, tricksen wir wieder ein bisschen. Upala. Nicht mit Amadeus, sondern mit Soja zunächst. Einfach eine Kiste rein. Wir kennen das mit dem Slow-Mo-Feld. Das macht das Ganze erheblich einfacher. Oha. Oh ja.
Zumindest ein Krug. Und das da sieht ehrlich gesagt auch irgendwie... Nee, brüchig aus. Okay, können wir den Wagen hier uns... Ja, ja, können wir. Ja, so nicht. Die Planke bitte weg. Nachher fallen wir runter, deswegen. So, einmal uns den Wagen ranziehen. Reinspringen, komm schon. Genau. Okay. Ich hoffe, der fährt ein wenig weiter. Ich vermisse Pontius. Eine Planke reicht von einem Ufer zum anderen. Könnte, ne? Ja, perfekt. Hätte ich erstmal gar nicht gedacht. Och ne, keine Spinnen. Wie pfui. Geh weg. Ich bin nicht dein Abendessen. Such dir Insekten. Na komm schon. Bevor du mir gleich irgendwo in den Rücken fällst, du Mistvieh. Aber wie geht's hier wohl... Ach, da ist ein Schalter. Ich wollte gerade sagen, wie geht's hier denn weiter? Man sieht so gar nichts. Aber erstmal den Schalter betätigen. Ah ja, okay. Ich vermisse den Checkpoint. Ich will meinen Krieger wieder haben. Und, Moment. Hier sind ja Holzteile. Aber da würden wir uns sowas von in den Tod stürzen. Ne, Leute, ich mach's ja sonst immer gerne, aber das ist es mir jetzt, wo wir den Krieger nicht haben, nicht wert. Okay, ich werde nochmal wieder ein bisschen rumtricksen. So. Ach, ich liebe dieses Slow-Motion-Feld. Es ist einfach göttlich. Du aber nicht, Freund. Geh weg. Nein. Nein. Oh, verdammt. Gleich hat er uns. Aber das ist so nervig mit Soja, dass man wenn man nach rechts zieht und man muss schnell nach links lenken. Wenn man dann nach links drückt, lässt sie den Pfeil los, sondern man muss dann so einmal rumschießen. Das dauert einfach zu lange. Okay, sinken diese Teile ab, wenn ich draufstehe? Ja, war klar, war klar. Okay. Da müssen wir uns also ganz schön beeilen. Was machen wir eigentlich mit den Talentpunkten? Wir brauchen nichts davon. Ja, komm hier, Kerker, komm hier aus. Also entweder wir beeilen uns... Ach Gott, das Slow-Mo-Feld geht noch nicht mal. Das fliegt da durch. Ja, dann hilft wohl nur extremes Beeilen. Ach okay, so schwer war es jetzt doch nicht. Aber Moment, Moment, hier unten reicht nicht. Wir müssen viel weiter nach oben. Dann müssen wir uns doch eigentlich mit einer... Uppala. Vielleicht mit einer Kiste das so beschweren, dass wir da... Alle hopp, alle hopp. Und jetzt die Kiste zerstören. Komm schon, immer schön springen, aber Leos, immer schön springen. Alle hopp, alle hopp. Okay, dasselbe Prinzip nochmal. Das hat doch ganz gut funktioniert. Na komm schon. Nein, 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 nein. Und auch bitte nicht nur so eine... Ach, das geht im Sprung nicht, was? Ne, genau. Im Sprung kann er nicht zaubern. Macht das Ganze etwas kniffliger. Wir wollen ja schließlich nicht in die Lava abdriften. Und schnell springen. Jawohl. Wow. Das war knapp. Also hier haben sie sich wirklich ein paar neue Sachen ausgedacht. Optisch gefällt mir das Level gut. Und auch von den Rätseln, von den Mechanismen. Jede Menge Sachen, die so noch nicht da gewesen sind. Ach was, guckt mal im Hintergrund. Die müssen wir bestimmt alle beschweren, damit das Feuer hinten durchkommt. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber so wird es sein. Alte Zwergenstatue eines Schmieds. Leider zu groß, um sie mitzunehmen. Ja, okay. So wird es sein. Bin ich mir doch recht sicher. Und was ist das hier für ein Ding? Ist das ein Schlüssel? Nee? Oder müssen wir... Ach, vielleicht ist das ein... kaputter Schlüssel und der muss wieder gerade gekloppt werden. Wäre das möglich? Nein? Okay, scheint nicht so. Nee.
Vielleicht müssen wir das Ganze erstmal erhitzen. Und müssen deshalb irgendwie diese Teile beschweren. Was nicht so ganz einfach ist, denn die sind rund von oben. Sonst würde ich einfach sagen, auf jedes eine Kiste drauf. Okay. Die hält vielleicht dann eine Kiste etwas weiter rechts, weil das Ding höher ist. Jawohl! Genial, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Dann das gleiche Prinzip nochmal. Eine schöne Planke. Langsam drauf. Und eine Kiste nach außen. Komm, nicht runterfallen. Aha, jetzt kommt das Feuer hier raus. Autsch. Ich ahne es. Beim Schmieden muss man das Metall ja erstmal erhitzen. Ich denke, wir müssen hier das gute Teil zum Glühen bringen. Jawohl, jetzt glüht es. Und dann es gerade schmieden lassen. Jawohl, jawohl. Da hat es doch eindeutig bewegt. Na komm, hau mir das Ding gerade. Schön. Sehr gut. Schönes Rätsel. Also das gefällt mir richtig gut. Bestes Rätsel bislang in diesem Level. Jetzt nicht mega schwierig, man weiß, was man zu tun hat. Es ist fair, aber einfach von der Idee her, klasse. Wenn er ein Schmied ist, des Zwergenvolks, braucht er vielleicht ein Feuer. Gefunden. Komm, du Bierrezept. Was ist das? Oh, voll mit Büchern. Bücher der Magie und Ingenieurskunst. Oh, was? Keine Kochbücher? Ach, Pontius. Aha. Ist das zu glauben? Das Wissen ist der Zwerg. Suchst du etwa den Feuerballzauber? Ich sehe mir gerade die Bilder an. Vielleicht finde ich den Trine. Ich glaube, das Zeug gehört in ein Museum. Vielleicht zahlt die Akademie uns einen Finderlohn. Gute Arbeitsverteilung. Du bist ja doch ein kluger Zauberer. Gab es daran Zweifel? Das Mädel geht vorne ran und winkt nur ein bisschen und der dicke Krieger muss schieben und Amadeus macht sich's gemütlich. Ja, schönes letztes Level. Ein bisschen kurz allerdings, finde ich, für meinen Geschmack. Also es hätte gerne noch ein wenig länger sein können, zum Beispiel, oder jetzt zumindest nochmal irgendwie einen kleinen Bosskampf oder so vor dem Abschluss. Aber das Rätsel mit dem Schlüssel hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also, ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Das war dann der letzte Trine 2 Part von mir. Würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen LPs auch mal reinschaut. Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Mein Fazit, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, ist im letzten Part bei den Credits zu sehen, nach dem normalen Endboss dieses Spiels. Das war ja ein Geheimlevel und damit sozusagen ein Bonuslevel. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten LP. Macht's gut. Euer Gordrak. Ciao.